Die Gothic-Erfinder melden sich zurück. Ich wusste gar nicht, dass Batman Gothic erfunden hat. Naja, man lernt nie aus, ne? Und was ist eigentlich ein Pinhead? Pinhead Studio ist ein unabhängiges Entwicklerstudio, das einzigartige und immersive Indie-Spiele entwickelt. Es wurde 2024 von Björn und Jenny Pankratz in Bochum, Deutschland gegründet. Na, da bin ich ja mal gespannt. Was ist eigentlich mit Piranha Bytes? Warum gibt's denn dazu keine Infos, was mit den ganzen Leuten ist? Hatten die nicht auch irgendwas mit Gothic zu tun? Weiß ich gar nicht mehr. Und die wichtigste Frage ist auch noch nicht geklärt. Kommt jetzt eigentlich ein Alyx 3? Ich will auch wissen, wie die Geschichte von Dex weitergeht, verdammt nochmal. Soll ich mir jetzt selber ausdenken, was Dex in Cyberspace macht oder was? Das ist auch scheiße. Das Spiel hat doch so meine Förderung. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Kohle? Naja, ich weiß solche Sachen nicht. Ich bin nur ein Pirat. Und ich habe auch ein bisschen zu viel rumgesoffen und hab ein Sitzen. Tja, dann hoffen wir mal, dass die neuen Spiele gut werden, ne? Die neuen immersiven Indie-Games hier. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Hashtag Chefsache. Oh. Jetzt ist ja auch nur noch der Chef da, muss ja gut werden. Pinhead Studio ist ein unabhängiges Entwicklerstudio, das einzigartige und immersive Indie-Spiele entwickelt.